Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben auf unserer Erde eine künstliche Sonne geschaffen. 100.000 Grad ist sie heiß und steht in den USA. Was haben sie damit herausgefunden und können sie uns damit vielleicht vor gefährlichen Sonnenstürmen schützen? Klicks um Science and Fiction heute mit Jakob von Breaking Lab. Abonniert Breaking Lab, nur dann verpasst ihr auch dort keins der coolen Videos. Herzlich willkommen. One, two. Heute also mit Jakob von Breaking Lab. Dort gibt es übrigens aktuell ein Hammer-Video zum Thema So sieht ein schwarzes Loch von innen aus. Unbedingt angucken, der Link ist in der Videobeschreibung und kommt nochmal am Ende des Videos. Also los geht's. Bitte, Jakob. Ohne die Sonne kein Leben. Kein Wunder also, dass die Wissenschaft den Zwergstern auf den Grund geht. Die Sonne ist etwa 100 Mal größer als die Erde, rund 150 Millionen Kilometer von uns entfernt und an der Oberfläche ca. 5500 Grad heiß. Also nicht die einfachsten Bedingungen, um die Sonne zu erforschen. Aber genau das wollen Wissenschaftler der University of Wisconsin-Madison jetzt machen. Dafür haben sie ein unglaublich komplexes Konstrukt entwickelt, um Vorgänge rund um die Sonne besser nachzuvollziehen. Konkret geht es darum, wie das magnetische Feld der Sonne unser gesamtes Sonnensystem beeinflusst. Die Sonne ist bereits seit etwa 4,5 Milliarden Jahren das Zentrum unseres Sonnensystems und hat uns so das Leben ermöglicht. Dabei setzt sie unglaublich viel Energie frei. Hier ein Beispiel, das auch ziemlich gut erklärt, warum wir die Sonne sogar auf der Erde so gut als Energiequelle nutzen können, obwohl sie fast 150 Millionen Kilometer von uns entfernt ist. In einer Sekunde setzt die Sonne mehr Energie frei als alle Kernkraftwerke der Erde in 750.000 Jahren. Also bei dem Projekt der Uni Wisconsin-Madison geht es ja um das magnetische Feld der Sonne und wie dieses das Sonnensystem beeinflusst. Wie die Erde besitzt nämlich auch die Sonne ein Magnetfeld, das bis zu 5-mal stärker als das irdische sein kann. Die magnetischen Prozesse verursachen unter anderem die sogenannten Sonnenflecken und viele weitere Phänomene. Für eine komplette Rotation benötigt die Sonne rund einen Monat. Diese Rotation lässt das Magnetfeld in Form einer rotierenden Spirale entstehen, rund um den Bereich des Sonnenäquators. Dieses entstandene Magnetfeld polt sich alle 11 Jahre um. Das wird Sonnenfleckenzyklus genannt. Bei der Arbeit mit dem Big Red Ball pumpen die Wissenschaftler Heliumgas hinein und wandeln es in Plasma um. Da die Sonne ein riesiger Stern aus Plasma ist, ist das ein elementarer Schritt, um die echte Sonne möglichst originalgetreu zu imitieren. Natürlich gibt es auch das Magnetfeld und das wird überraschenderweise einfach durch einen Magneten im Zentrum der Installation simuliert. Zu guter Letzt lassen die Wissenschaftler Strom durch die Minisonne laufen und können dann beobachten, wie Plasma und Magnetfeld sich gegenseitig beeinflussen. Ethan Peterson, der verantwortliche Wissenschaftler, setzt der Installation aber auch klare Grenzen, indem er Folgendes sagt: Wir können die Sonne nicht komplett nachbauen, das ist unmöglich, aber, und das ist der wesentliche Vorteil des Balls, mit dem Gerät könne man wesentliche physikalische Vorgänge besser verstehen, die rund um die Sonne geschehen. Insbesondere ging es darum, wie der Solarwind entsteht, denn darüber herrscht totale Uneinigkeit. Der Solarwind besteht aus geladenen Teilchen, die so unglaublich heiß sind, dass sie sich von der Gravitation der Sonne lösen und wegfliegen. Mit einer Geschwindigkeit von 400 bis 800 km/h fliegt das dann ins All. Und ja, man kann sich vorstellen, dass das für die Erde ziemlich gefährlich werden kann. Die Sonne verliert dadurch pro Sekunde etwa 1 Million Tonnen an Material, was aber im Vergleich zur Gesamtmasse der Sonne relativ wenig ist. Und in unserem Sonnensystem gibt es Planeten, die davon direkt getroffen werden. Der Merkur ist ein Beispiel dafür. Er besitzt nur ein schwaches Magnetfeld und keine Atmosphäre. Deshalb ist der Merkur ziemlich ungeschützt, wird getroffen und ist aus diesem Grund allein schon lebensfeindlich. Extrem lebensfeindlich, um genau zu sein. Deshalb ist das Magnetfeld der Erde für uns eine ziemlich coole Sache, weil es fliegende Teilchen aus dem All zusammen mit der Atmosphäre abwehren kann. Der Weg dieser heißen fliegenden Teilchen Richtung Erde soll auch am Big Red Ball untersucht werden. Die Forscher konnten sogar die sogenannte Parker-Spirale nachahmen, die nach dem berühmten Solarastrophysiker Eugene Parker benannt ist. Die Parker-Spirale ist die natürlich vorkommende Spirale, die das Magnetfeld der Sonne formt. Und die Sonne ist so stark, dass die Parker-Spirale das gesamte Sonnensystem berührt. Peterson sagt dazu, Satellitenmessungen stimmen ziemlich genau mit dem Parker-Spiralmodell überein, jedoch nur zu einem bestimmten Zeitpunkt, sodass wir niemals in der Lage sein werden, eine simultane, großformatige Karte davon zu erstellen, wie wir es im Labor könnten. Die experimentellen Messungen konnten nun die Theorie bestätigen. Aber es gibt noch eine Menge, was wir nicht wissen. Zum Beispiel, wie Sonnenwinde der Schwerkraft der Sonne entkommen oder wie wir sie genauer vorhersagen können.
wie gefährlich können solche Sonnenwinde oder im Extremfall Sonnenstürme denn für uns werden, wenn sie auf die Erde zurasen? Also der größte Teil der Wolke wird im Abstand von etwa 10 Erdradien durch das Magnetfeld der Erde abgelenkt und um das von diesem Feld beherrschte Gebiet der Magnetosphäre herumgeführt. Jedoch kann die Magnetosphäre unter dem Druck eines besonders starken Sonnensturms verformt werden. Die Folge sind elektrische Ströme, die bis in die Ionosphäre etwa 100 Kilometer über der Erdoberfläche eindringen. Und die werden begleitet von Polarlichtern, die aufgrund der Deformation der Magnetosphäre bis in unsere Breiten sichtbar sind. Die Schwankungen dieser Ströme induzieren aber auch Überspannung in großflächigen elektrischen Leitungsnetzen, die dann auch zum Ausfall des Netzes führen können. Wie zum Beispiel am 30. Oktober 2003. Damals fiel aufgrund der hohen magnetischen Aktivität im schwedischen Malmö für 20 bis 50 Minuten das Stromnetz aus. Netzausfälle sind aber nicht alles, was dann droht. Zusammen mit den Gaswolken werden bei den stärksten Sonnenstürmen auch sehr energiereiche Teilchen von der Sonne ausgestoßen. Sie können Erdsatelliten durchschlagen und durch ihre ionisierende Wirkung die Elektronik der Satelliten lahmlegen. In der Ionosphäre erhöhen sie die elektrische Ladungsdichte, die dann die Funkwellenausbreitung beeinträchtigt. So können GPS-Geräte während eines Sonnensturms durch die Laufzeitverzögerung der GPS-Signale fehlerhafte Positionen anzeigen. Vor allem aber gefährden die energiereichen Teilchen die Besatzung der ISS, die dann kurzzeitig einer sehr, sehr hohen Strahlendosis ausgesetzt sind. Die Belastung an der Erdoberfläche ist gering, da die meisten Teilchen in der Erdatmosphäre stecken bleiben. Aber Menschen, die fliegen, können getroffen werden. Passagiere in Flugzeugen haben ja so eine Höhe von ungefähr 10.000 Metern und da ist 80% der Atmosphäre unter denen. Ja, und während solcher Ereignisse kann es dann dazu kommen, dass sie deutlich stärker gefährdet sind. Es ist also auch von großem gesellschaftlichem Interesse, mit dem Big Red Ball mehr über solche Sonnenstürme zu erfahren. Das UV Medicine Team untersucht auch die sogenannten BURPS, also das Röpsen des Sonnenplasmas, das die NASA-Wissenschaftler mit Blobs in einer Lavalampe vergleichen. Und diese Röpse der Sonne sind mehrere hundert Male so groß wie die Erde. Diese Röpser werden zwar von Satelliten beobachtet, aber niemand weiß, wieso es sie gibt und was sie bewirken. Mit der Minisonne könnten die Forscher sehr ähnliche Röpser sehen und nun verfolgen, wie sie sich entwickeln. Ich finde das extrem spannend, was da gerade passiert. Und ich glaube persönlich, dass die Forschung an der Sonne eigentlich gerade wirklich erst begonnen hat. Und auch über schwarze Löcher gibt es immer wieder neue bahnbrechende Erkenntnisse. So sieht ein schwarzes Loch von innen aus. Das ist das aktuelle Video vom Breaking Lab. Anklicken, hier anschauen und auf jeden Fall anklicken und auf jeden Fall Breaking Lab abonnieren. Bis dann. Bleibt dran.